Herzlich willkommen zurück zum Let's Play die Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir sind in Telfyr. Hier ist Delina Wanders, die wir befreit haben. Und ich habe mich nachgeschickt, weil die gehört zu einer Redoran-Quest, die wir etwas später machen werden. Deswegen können wir noch nicht ihrem Vater Aretha Wanders ihr Medaillon geben. Das da. Ich hoffe, das ist das da. Gut. Aber wir sind jetzt wegen unserer Korpuskrankheit hier. So. Wo war es denn gleich? War ja hier. Obwohl, nein. Macht der keinen Sinn, wenn wir nach oben müssen. Hier geht's hoch. Ach, ja klar. So. Hier geht's hoch. Gut. Was haben wir denn? Wo haben wir denn? Genesung, Leben, Schnelligkeit, Stärke, Krankheit, Pest, Entdecker, Licht, Frische. Ah ja, hier. Nee. Ich fliege zu dir hin. Sieh mal einer an, das ist ein interessanter dämischer Gegenstand, den ihr da habt. Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Bitte das Seben-Artefakt als Geschenk. Ein Geschenk für mich, wie aufmerksam von euch und klug. Ihr wisst wohl, dass ich ein Sammler bin und dass ein solches Geschenk mein Gefallen finden würde. Ich beglückwünsche euch zu eurem diplomatischen Geschick, versteckt hinter eurer Artigkeit. Ihr kommt, um den großen Divyfyr zu sprechen? Habt ihr die göttliche Krankheit? Ist euer Begehr, die Höhlen zu plündern oder meine Töchter zu begaffen? Die magischen Ursprünge der Korpuskrankheit sind schwer fassbar und übernatürlich, heimtückischer und mächtiger als jede konventionelle Hexerei oder Verzauberung. Ich bin überzeugt, dass sie irgendwie der Fluch oder Segen eines Gottes ist. Vielleicht beides. Das Opfer schätzt das Wunderbare an Korpus natürlich nicht. Er schwächt den Verstand und zerstört den Körper. Doch für einen Zauberer ist er ein tiefgründiges und herrliches Geheimnis, ein Rätsel, das man ein Leben lang studieren kann. Wie interessant. Wisst ihr eigentlich, dass Korpus gegen Krankheit immun macht? Habt ihr jemals von den Prophezeiungen des Nerevarine gehört? Den Aschländern zufolge soll Nerevarine gegen Krankheit immun sein. Ich habe mir immer gedacht, vielleicht habe ich den Nerevarine da unten in meinem Korpusarium und weiß es nicht einmal. Haha, der Nerevarine ist ein fettes, widerliches Korpusmonster und wahnsinnig wie eine Sumpfratte. Wäre das nicht lustig? Erklären, dass ihr eventuell die nerevanische Prophezeiung erfüllt. Ihr erzählt da eine wirklich faszinierende Geschichte. Ihr seid also vielleicht der Nerevarine. Nun, da hat natürlich nichts zu bedeuten. Korpusopfer haben alle möglichen Wahnvorstellungen. Aber lasst mich nachdenken. Ich habe einen Trank. Theoretisch sollte er Korpus heilen. Aber er funktioniert nicht. Vielleicht tötet er euch. Hat alle Krankheiten getötet, an denen ich ihn ausprobiert habe. Doch ich habe nichts zu verlieren. Bevor ich ihn euch gebe, seht euch unten Korpusarum und wisst, was auf euch zukommt, wenn ihr den Trank nehmt. Nehmt einem der kranken Jakob Vagan ein paar Stiefel ab. Mein ältester Patient. Geschickter Kerl repariert für mich Dinge. Bringt mir die Stiefel und ihr bekommt den Trank. Okay. Kann ich euch helfen? Nein, danke. Ach so, weil ich nicht fliege. Ich denke schon, hey, wieso? Egal, ob ich gehe oder schrenne, gleich schnell. So. Aber okay, auf zum. Was bringt denn der Trank? Ah, sorry. Ich hätte schon gerne wissen, wie lange der noch wirkt. Ah! Eindeutiges Zeichen, dass er aufgehört hat zu wirken. Hier, oder? Ja. Das Korpus herum. Und
Wie bei unserem letzten Besuch hier dürfen wir niemanden verletzen. Das Ärger. Du langweilst uns. Verschwende nicht unsere Zeit. Das Innere. Auf zum Inneren. Eine dämmerische Kiste. Ein Schlüssel. Nett, interessant. Und 6. Welcher? Hat irgendwie Macht im Kopf. So. Ich schaff's nicht. Ja, dann gehen wir mal nach links. Entschuldigung, der Herr. Ah, das scheint doch was zu sein. Liegt es an, dass ich selber Korpus habe? Oder warum kann ich mich um? Grüß Gott. Ah, das ist Jakob Bagger. Ihr seid wegen der Dwemer-Stiefel hier, sagt meinem gütigen Beschützer, dass ich mein Bestes getan habe. Nur ein Mitglied der dwemerischen Magiergilde hätte mehr ausrichten können. Aber nur Idioten hätten diese Stiefel machen können. Es ist für mein Volk beschämend, dass wir uns aufgrund der Werke solcher dummen Stümper beurteilen lassen. Fürst Fürr bekam diese magischen Dwemer-Stiefel von einem bedauernswerten Dieb. Wenn man die Qualität ihrer Herstellung bedenkt, ist es kein Wunder, dass der arme Bursche ein böses Ende fand. Aber ich kann nichts für sie tun. Die zugrunde liegende Verzauberung ist fehlerhaft. Ich könnte genauso gut von vorne anfangen, sofern solche Stiefel in diesen finsteren Zeiten noch gefertigt werden können. Ich habe mein Bestes getan. Bringt sie mit meiner aufrichtigen Entschuldigung zu Fürst Fürr. Ja. Mein Volk. Ich war Handwerksmeister bei Kagrenak, dem leitenden Baumeister der großen Fürstenhäuser des Zweiten Kaiserreichs und dem größten Mager damals. Sein Genie ist unerreicht, aber was er im Geiste sah, konnten meine Kollegen und ich bauen. Aber das ist vorbei. Mein Geschenk habe ich noch, aber Hände und Augen wollen nicht mehr. Und meine Erinnerungen sind verblasst. Ich tröste mich damit, täglich über die Götter zu spotten, die mein Volk vernichtet mich zu dieser armseligen Existenz verdammt haben. Seit dem Verschwinden der Zwerge bin ich allein auf dieser Welt, gefangen in diesem dunklen Kerker. Ich kann mich kaum bewegen und meine Mitbewohner sind kaum die beste Gesellschaft. Das Risiko, sich mit der Korpuskrankheit anzustecken, hält die meisten Besucher fern. Solltet ihr euch jedoch intelligenteren Wesen gegenüber sehen, die sich nicht von dem Terror des Korpuserums abschrecken lassen, dann erwähnt doch, dass ihr vor kurzem mit dem letzten lebenden Zwerg gesprochen habt. Ich weiß nicht, was passierte. Ich war nicht dabei. Damals war ich in den finsteren Reichen und als ich zurückkam, waren meine Leute verschwunden. Ich verließ den Roten Berg und ich streifte jahrelang unsere verlassenen Kolonien in Tamriel auf der Suche nach Überlebenden oder Erklärungen. Vor langer Zeit kehrte ich hierher zurück, noch immer auf der Suche nach Antworten. Gefunden habe ich nur die Korpuskrankheit und seitdem bin ich hier. Doch es gibt Theorien, falls sie euch interessieren. So nenne ich mich selbst. Ich weiß nicht mit Sicherheit, dass ich der Letzte bin, aber auf meinem Reisen vor tausenden von Jahren bin ich niemals einem anderen begegnet. Und da ich hier bin, frage ich für oftmals danach, aber er sagt, dass er nie ein glaubwürdiges Gerücht über einen anderen Dwemer gehört habe, weder in Tamriel noch in den finsteren Reich. Fürst Kagrenak, der führende arkane Philosoph meiner Ehre, erschuf Artefakte, um mythopotische Energien zu formen, die Dwemer unsterblich machen sollten. Jedoch meinten einige Logiker, dass die Nebeneffekte unvorherbar seien und Fehler katastrophale Folgen haben könnten. Ich glaube, Kagrenak hatte Erfolg damit haben können, unserer Rasse ewiges Leben zu geben, mit unerwarteten Folgen wie dem Transfer unserer Rasse in ein finsteres Reich, oder er hätte sich irren und uns gänzlich zerstören können. Ah, gut, Dankeschön, Herr Zwerg. Verlasse ich sie. Um meine Krankheit zu heilen. Das ist nicht alle sehr nett zu mir. Ich erinnere mich echt daran, dass ich die Korpuskrankheit habe.
Die Beute. Sie naht. Was? Stiefel zuerst, bitte. Und jetzt werde ich euch den Trank geben, unter der folgenden Bedingung. Ihr müsst ihn hier trinken, vor meinen Augen. Es sollte sofort wirken und ich muss euch sorgfältig beobachten. Einverstanden? Ja, gebt mir den Trank. Gut, öffnet eure Mund und schließt eure Augen. Gut, jetzt schlucken. Und? Ja, seht nur, es funktioniert! Bemerkenswert, lasst mich einmal eure Haut sehen, eure Augen, eure Zunge. Fantastisch. Ich denke, es hat gewirkt. Kein einziges Anzeichen der Krankheit. Ihr werdet natürlich noch, wie das von mir vorgesehen ist, an der Korpuskrankheit leiden, aber alle Symptome sind verschwunden. Wunderbar, ich werde es bei einigen der schlimmsten Fälle versuchen, aber ich werde euch alle Fragen beantworten, bevor ich gehe. Ihr seht keine weiteren Symptome, unglaublich, hab mich selbst erstaunt. Ich brauche nichts, oder? Zurück nach Balmora. Ach, ich fliege ja noch. Schaut mich an, ich kann fliegen. Schön. Nicht zu weit vom Boden weg, wer weiß, ob das dann nicht Nachteil hat. So. Welch Vergnügen. Bitte sprecht. Nirva, ich danke euch für euren Bericht. Ich freue mich, dass ihr geheilt wurdet. Leider habe ich schlechte Neuigkeiten erfahren. Ich wurde in die Kaiserstadt zurückberufen. Ihr erhaltet eine Beförderung zum Speer und bis zu meiner Rückkehr hier in Wadenfell sollt ihr die Klingen anführen. Ich habe hier nur gewartet, um euch von meiner Abreise letzte Anweisung zu geben. Das macht euch zum hochrangigsten Agenten der Klingen hier in Wadenfell-Distrikt. Soviel ich weiß, es könnte sich natürlich andere Agenten hier befinden. Das würde mich nicht wundern. Ich werde vermutlich einige Zeit wegbleiben und ihr werdet Ausgaben haben. Hier ist etwas Gold. Ihr könnt außerdem so lange das Haus bewohnen. Und ich werde, solange ich in Cyrodiil weile, diese Sachen oder den Ring nicht brauchen. Vielleicht werden sie euch von Nutzen sein. Passt gut darauf auf. Sind schon so... Ui, der hat sich von mir ausgezogen. Das ist keine große Sache. Jeder Agent hat seine Aufgabe und berichtet direkt nach Cyrodiil. Größtenteils seid ihr zum Speer befördert worden, um eure Unabhängigkeit zu erhalten. Ihr seid nicht dumm. Wir beide wissen, dass das Kaiserreich bald sein Ende finden wird. Wenn der Kaiser stirbt, wird die Hölle ausbrechen. Vergesst die Kaiserstadt, denkt lokal. Sorgt euch um das sechste Haus, Dagoth Ur und die Quereleien zwischen Fürstenhäusern und Kolonisten. Die restliche Politik ist uninteressant als Gattel. Uninteressanter als Gattel. Okay. Ein Informant, den ich vertrauen kann, sagt, dass sie ein geheimer Kult sind, der mit den seltsamen Ereignissen der letzten Jäger. Folgt weiter den nirvanischen Prophezeiungen, wie es der Kaiser befiehlt. Geht zuerst zur Halle der Weisheit und Gerechtigkeit und bittet Lehrer Milo, euch bei der Suche nach den verlorenen Prophezeiungen zu helfen. Sie wird beobachtet. Falls etwas schiefgegangen ist, geht zu ihren Privatgemächern, wo ihr eine Nachricht mit dem Codewort Amaya finden werdet. Bringt die verlorenen Prophezeiungen dann zu Nibani Maesa. Von da an müsst ihr ihre Anweisungen in den Prophezeiungen folgen. Viel Glück. Wer war Nibani Maesa nochmal? Nee, das ist ja... So, okay. Dran, be back. Lebe wohl, Caius Cosades. Ah ja. Oh. Ah, ich bin wieder am Boden. Gut, Oh. So, Ja,
kommt schon. Es reagiert dann nicht mehr. Okay, wo wir zahlen, Nummer 1 unbekannte Eltern an einem bestimmten Tag kommen. Das haben wir ja erfüllt. Nummer 2, weder Pest noch Alter können ihm schaden. Das haben wir jetzt auch gemacht. 5. Laden oder damit ich fertig werde. Athletik hat sich verbessert. Das ist nicht seltsam, kein Anruf. Och nee, oder? Wir haben ein Wasser bei. Hä? Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Meramilo, sie arbeitet hier in der Bibliothek. Falls jemand nicht hier ist, dann könnt ihr sie sicher in ihren Privatgemächern finden. Die Tür ist gegenüber der des Kanonikats hier in der Halle der Weisheit. Och nee! Wünscht ihr etwas? Okay, hier ist anscheinend nicht. Wünscht ihr etwas? Ah, da. Du verschwindest hier mal. Lass mich durch! Sprecht oder verschwindet. Oh mein Gott, ey.
laden und speichern ist besser. Ich habe keine Ahnung. Hä? Moment. Ah, oben wahrscheinlich. Nee. Sprecht oder... Jetzt ist es... Bleibt in Bewegung! Geht weiter! Drin ist es schon mein Zettel. Für Amaya. Ah, Amaya, ich bedauere euch verpasst zu haben. Ich hatte einige alte Dokumente zu Untersuchungsrichter im Ministerium der Wahrheit zu bringen und werde wahrscheinlich eine Weile dort beschäftigt sein. Warum stoßt ihr nicht zu mir, sobald ihr könnt? Dann können wir zusammen abreisen, sobald ich fertig bin. Und Amaya, vergesst nicht, mir die beiden Schriftrollen des göttlichen Eingriffs, die ihr euch geborgt habt, zurückzubringen. Oder solltet ihr sie gebraucht haben, kauft mir ein paar neue. Ich denke, ich werde sie in Kürze brauchen. Janant Moline bei der Magie, dem Fremdenviertel, hat immer welche vor mich. Alvela Saram ist die Wache am Eingang. Sagt ihr einfach, ihr sucht nach mir, dann wird sie euch einlassen. Eure treue Freundin Mera. Pest, ich ließ ein paar Levitationstränke hier für euch, nur für den Fall. Ich konnte mich nicht daran erinnern, ob ihr den Zauberspruch kennt oder nicht, also nahm ich ein paar aus dem Lager. Okay. Ah, das sind die verfeinerten Trinkers auf Trinkers. Ich nehme sie mal mit. Und Schriftzeichen des göttlichen Eingriffs haben wir zufällig. Eine hätten wir. Ich brauche aber zwei. Raus. Und dann auf zum Fremdenviertel. Wenn ihr hier Ärger machen wollt, wenn ihr hier Ärger machen wollt, ich die, dann werdet ihr mehr bekommen. Ich habe nicht keine Ahnung, wie es so hieß. Ich werde euch zuhören, aber fast. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Mit, bevor ich dann noch ewig. Also. Sprecht. Bleibt in Bewegung. Wir haben ein Auge auf euch. So, Gott. Janant Moline in der Magbild. So, jetzt aber auf zur Magbild. Hütet euch! Ihr dürft sprechen. Sprecht. Wo steckt der Sklave? Spiel und ich.
Beeilt euch! 200 GB frei sein, der kann es nicht liegen. Und seine externe Software speichern. Merkwürdig, merkwürdig. Ich habe schon oft im Internet nachgeschaut, aber da heißt es immer, es liegt daran an der Festplatte. Nee, daran liegt es ja nicht. Das ist jetzt ja manchmal ohne Probleme und dann wird es manchmal gar nicht. Das ist sehr merkwürdig. Außer natürlich, er speichert gerade wo ganz anders, wo ich gar nicht weiß. Das ist ja natürlich extrem. Andererseits hoffe ich das eher als was anderes. Weil dann hätte ich wenigstens eine Lösung für das Problem. Das diesmal ununterbrochen so läuft, sonst läuft es eigentlich ein paar Sekunden. Dann geht es wieder, wenn es noch zu lang ist. Das halbe Video so jetzt. In 2 Minuten haben wir es überstanden. Dann schaue ich mal, wo gespeichert wird. Aber zum Magiergeld schaffen wir es noch. Ah, perfekt. Und, zu viele. Ah, da. Brauchen nur eine. Ach, göttlicher Eingriff war doch diese Fluchtzauber, oder? Achso, da ist die zweite. Göttlicher Eingriff. Ist was? Jawohl. Nee. So, ich speichere jetzt. Also gehen wir kurz vor Schluss noch schnell. Göttlicher Eingriff aus. Ich würde das jetzt echt ein bisschen wunder und sehen. Ah! Ich meine, hier muss ich. Das geht nicht los. So. Gut, etwas wird geladen. Ich verabschiede mich schon mal und beim nächsten Mal sehen wir. Ah! Ebenherz. Okay, also beim nächsten Mal sehen wir uns am Fuße des Wahrheitsministeriums. Tschüss.